Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Age of Mythology Retold. Heute spielen wir die Mission Schlechte Nachrichten. Greifen Sie die Banditenfestungen in einem Doppelangriff an, um herauszufinden, was Gargarensis verbirgt. Wir probieren es auf schwierig, wir gehen rein. Das ist doch nicht... Chiron, habt ihr euch verirrt? Gewiss nicht. Ich habe diese Straße oft genommen. Dies hier habe ich jedoch noch nie gesehen. Es wurde erst vor kurzem gebaut. Die Kanten der Steine sind noch nicht verwittert. Ein normaler Bandit baut so etwas nicht. Wo sind die Männer aus Ioklos? Dort drinnen vielleicht? Finden wir es heraus. Kundschaftet das Gebiet aus und findet heraus, welche Rohstoffe es hier gibt. Ah, die Mission. Oh Gott, man muss ja jetzt hier zwei Lager gleichzeitig betreuen. Ja, ich erinnere mich. Du heiliges Lieschen, ey. Puh, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hier vorgehen soll. Hier haben wir, glaube ich, viel Gold, ne? Okay, pass auf, das heißt, hier gehen wir vor allem auf Gold und Nahrung. Yo, an diese Mission erinnere ich mich düster. Da kommen nur von hier Angriffe. Hier oben ist eigentlich alles clear soweit. Ja, hier ist halt viel Nahrung jetzt benötigt. Und hier können wir bestimmt ein bisschen was an Holz holen. Hoffe ich zumindest gerade mal so ein bisschen. Muss natürlich erstmal gucken. Ja. Das wird, glaube ich, eine knüppelharte Mission hier. Die wird, glaube ich, sehr viel länger gehen. Die Felder brauche ich jetzt ja eigentlich nicht anlegen. Das macht eigentlich wenig Sinn. Ja, da ist schon feindliches Camp. Füllt hier mal einen Minotauren aus. Echt ein bisschen Sorge hier, muss ich sagen. Hier geht jetzt auf Holz. Hier haben wir viele, die jetzt auf Nahrung gehen werden. Ja, das ist ja auch direkt ein feindlicher Wall. Sehr funny. War einfach ein Gegenwall. Eine Art Trutzburg, wenn man es so möchte. Aber ich weiß, dass das hier ein bisschen einfacher zu verteidigen ist. Hier war das alles nicht so einfach, wenn ich mich recht entsinne. Okay, die Türme verstärke ich mal. So, wir haben jetzt noch Jason. Bau du mal weiter, ja? Kann ich nicht noch einen Turm bauen? Ah ne, Gold dafür benötigt, okay. Kann ich die Mauern upgraden? Oh, Gold dafür benötigt. Sehr gut. Okay, geht mal wieder rein, baut mal das Gold ab. Wobei, ich glaube, ich will lieber noch mal ein bisschen kasernentechnisch hier aufrüsten. Okay, ich muss Dorfbewohner spammen ohne Ende, habe ich das Gefühl. Das wird eine ganz unangenehme Sache. Ich meine, wenigstens haben wir ein paar Türme. Scout, geh du mir mal hier die Gegend aufdecken. Und was haben wir hier hinten noch? Das muss ich auch rausfinden. Und dieser Weg hier, wo führt der hin? Das muss ich auch wissen. Ich muss wissen, von welchen Seiten ich überall angegriffen werden kann. In unserem Gebiet scheint es eine Menge Holz zu geben. Ja, hier geht's schon los. Nein, da hinten ist doch offen. Ich gehe kaputt und schmeiß mich weg. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, hier scheint es wirklich viel Holz zu geben. Das versuche ich auszunutzen. Boah, Alter. Boah, Junge. Ich muss sofort eine Schmiede errichten eigentlich. Brauche ich dringend. Und mehr Truppen hier vorne. Das ist essentiell. Athenes Technologien vergrößert die Reichweite der Angriffe von Hopliten, sodass sie mehr Schaden zufügen können. Das ist sehr gut, das machen wir.
Was ist das hier? Athenes Schild macht Infanterie widerstandsfähiger. Das ist vielleicht sogar eher wichtiger gerade in dem Moment. Das ist sehr viel wichtiger. Ich brauche mehr auf Gold. So, Holz hier hinten. Also Holz läuft jetzt erstmal eigentlich. Das reicht mir jetzt für den Anfang. Brauche jetzt vor allem mehr Nahrung. So. Oh, da ist eine Reliquie. Sehr gut. Die hole ich mir mal mit Piason. Habe ich eigentlich schon sowas wie ein Ausbildungslager? Nee, habe ich nicht. Ein Pegasus könnte ich aber mal gebrauchen, tatsächlich. Ich weiß noch nicht so genau, auf welche Einheitenkombi ich gehen möchte. Deck mir mal das ganze Außengebiet hier auf, Pegasus, bitte. Was ist das für eine Reliquie? Das ist, Entwürfe von Demetrius. Irgendwas mit Belagerungswaffen habe ich gelesen. Oh, heilige Scheiße. Das wird extrem unangenehm werden hier. Dafür brauche ich erst das nächste Zeitalter. Mist. Und dafür brauche ich 800 Fleisch, 500 Gold. Okay, beeilt euch damit bitte. Hier kam noch kein Angriff. Und hier oben scheint auch clear zu sein. Ah, und hier ist auch eine Mauer. Okay, da kommt erstmal nichts durch. Das heißt, hier kann ich nur von den jeweiligen Seiten angegriffen werden. Okay. Ich muss jetzt dringend ins nächste Zeitalter. Kommt schon, eine Fuhre Gold mal bitte noch abgeben hier. So, perfekt. Ab geht's. Die Unterweltpassage ist cool, aber ich... Die Bronzerüstung... Die Hydra... ich bin mir nicht so sicher. Mythische Fernkampfeinheiten, eine Salve. Gut, gegen menschliche Soldaten. Ja, ich glaube, ich nehme die mal. Oh, da geht's jetzt los. Guck mal, ich habe hier gar kein Torhaus gebaut. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, wobei, nee, ist eigentlich scheiße. Let's go. Boah, Alter. Wie die weggebattelt hat. Okay, okay, Rückzug, Rückzug, Rückzug. So, jetzt verbessern wir mal unsere Steinwelle. Unsere Welle, im Allgemeinen meine ich. Ich könnte noch ein paar Bogenschützen hier gebrauchen. Und mach die Hopliten mal besser. So, hier oben bauen wir jetzt auf jeden Fall noch einen Kornspeicher für die Jagd. So, sehr gut. Ein paar Bogenschützen können auch nicht schaden. Ein bisschen Kaff ist auch ganz gut. Na gut, der wird jetzt drauf gehen, aber dann weiß ich zumindest, was mich dort erstmal erwarten wird. Ja, der Unterweltzugang ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich muss unbedingt auch die Truppen verbessern jetzt hier. Das ist sehr essentiell und sehr dringend. Das Problem ist, das Gold geht mir ja auch irgendwann mal aus. Ne? Das ist ja das nächste Problem. Ich kann ja nicht ewig mich hier hocharbeiten oder so. Das Gold ist halt auch schnell, relativ schnell wieder weg. Was ist das hier? Orakel, Apollon erhöht die Sichtweite von Einheiten und Gebäuden und erlaubt es ihnen zu sehen, was feindliche Gebäude ausbilden und entwickeln, wenn sie sie anwählen. Oh, das ist natürlich OP. Das könnte mir helfen. Reparier mal hier bitte. So. Bauen wir noch einen Turm. Ich glaube, die werden essentiell werden. Sehr essentiell. Und ein paar Bogenschützen können wir ja eigentlich auch noch gebrauchen. Um Nahrung mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird easy gehen. Ums Gold mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Weil das Problem ist... Also klar, ja, wobei, ich könnte hier unten einen Marktplatz bauen und mit mir selber handeln. Das könnte vielleicht funktionieren. Probier das direkt mal aus. Bau mal hier hinten einen Marktplatz. Und lass den mal zu diesem Dorfzentrum hier laufen. Mal gucken, wie weit der kommt oder wie viel das bringt. So, wir verbessern natürlich die Abbauraten. Ich überlege, ob es mir was bringt, hier in der Mitte durchzurücken, aber eigentlich nicht.
Also ich wüsste nicht, was mir das bringen sollte, ehrlich gesagt. So, repariert man den Mauerabschnitt hier. Okay, ist anscheinend schon repariert, sehr gut. Bauen wir noch einen Tempel hier unten. Und noch was für Kavallerie vielleicht. Gargarensis ist bereits im mythischen Zeitalter. Das wird jetzt unangenehm. Das wird jetzt, glaube ich, sehr unangenehm. Und ich brauche mehr Dorfbewohner. Ja, da geht nämlich schon die nächste Armee rein. Ah, da hinten ist ja immer noch offen, ich Idiot. Ah, das habe ich wieder vergessen zuzumachen. Klasse. Fuck. Ein paar mythische Einheiten könnte ich gebrauchen. Vor allem, ich meine, zu einem Mauerabschnitt hier. Mach das mal bitte zu da. Das ist ja eine Katastrophe. So, ja, geht mal auf Gold hier. So, ihr seid noch frei. Ihr geht auf Holz. So, ich probiere mal einen Esel auszubilden, um mal zu checken, wie viel Gold er mir da rausholen kann. Hier unten ging es ja noch erstaunlicherweise bisher, ne? Also, hier kam nur ein Angriff und er war relativ überschaubar. Aber ich will mich da nicht drauf ausruhen. Das wäre, glaube ich, ein Fehler. Oh, was ich machen könnte? Ich könnte einen Unterweltzugang hier errichten. Und hier. Dann kann ich relativ schnell von einem Teil der Base zum anderen ausweichen. Das wäre richtig gut. Oh, sieht auch ganz nett aus. Das ist einfach nur so ein Höllentor, Junge. Das wäre eigentlich eine wirklich gute Sache. Dann kann ich mich strategisch schnell selbst verstärken an Punkten, wo es passt. Okay, ich glaube, ich sollte jetzt aber auch nicht zu lange warten. Aber ich brauche eine Fortress, die ich erstmal bauen muss. Okay. Kann ich die schon bauen? 10 Gunst fehlen mir dafür. Mist, geht mal bitte. Okay, ich brauche eine Fortress, um ins nächste Zeitalter zu kommen. Ich glaube, es wäre aber sinnvoll, erstmal hier anzugreifen. Ich will den Bereich hier erstmal wegräumen, ehrlich gesagt. Ja, was machst du denn da? Herakles, komm mal zurück. Jetzt könnte ich eine Fortress bauen. Aber hier für dich, hier würde ich die Fortress eher fühlen, ehrlich gesagt. Pass auf, wir bauen die jetzt auch einfach hier. Komm, baut die mal jetzt hier. Geil, wie sich der Boden da angepasst hat. Ich habe das Gefühl, diese Ecke hier ist halt am bedrohtesten, ehrlich gesagt. So mein Gefühl. Hier habe ich das Gefühl, dass ich das eher abgewehrt bekomme. So, ihr macht die Berries da weg. Ja, ich habe hier das Gefühl, dass ich das viel einfacher verteidigt bekomme. So, natürlich muss ich hier und da auch nochmal ein bisschen reparieren und alles, aber das kriege ich schon hin. So. 1000 Nahrung, 1000 Gold. Ich glaube, vorher brauche ich nicht drüber nachdenken, ins nächste Zeitalter zu gehen. Wie viel tradest du mir eigentlich, du Esel? Wie viel Gold bringst du? 7 Gold. Naja, immerhin. Also, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Verbessert Wechselkurse auf dem Markt. Na gut, das brauche ich eigentlich nicht. Ah, das kostet ja Nahrung, ich Idiot. Nee, das sollte ich nicht machen. Könnte Holz verkaufen. Soll ich verkaufen ein bisschen Holz und kaufe dafür ein bisschen Nahrung ein, damit ich jetzt ins nächste Zeitalter komme. Ey!
Ah, okay. Ja, die Schatzkammer ist, glaube ich, eine gute Sache. Und die Kolosse auch. Ich glaube, die nehme ich. So, ich glaube schon, dass ich jetzt ins nächste Zeitalter gehen muss. Ich schicke die mal durch den Unterweltzugang. Apollon ermöglicht ihren Tempeln, Verbündete einer Nähe zu heilen. Oh mein Gott, ja, das will ich. So, und wir halten hier mal ein paar mythische Einheiten zur Verteidigung zurück. Und schicken die Armee hier mal hin. So, feine Sache. Könnte noch mehr Dorfbewohner benötigen. Genau, die Gunst kommt jetzt langsam ganz gut reingetröpfelt. Kann ich die Türme nochmal verbessern? Das wird sich gleich zeigen, ob ich das kann. Ich sollte auf jeden Fall noch ein paar Esel rausholen. Auch wenn die nur 7 Gold bringen, aber immerhin so ein stetiger kleiner Goldzufluss als gar kein Goldzufluss. Und hier baue ich jetzt noch einiges an Türmen hin. Eigentlich war das dumm, hier das Torhaus reinzubauen. Eigentlich hätte ich das abreißen müssen. So, holt mir das Gold dort noch. Wir müssen jetzt vorrücken. Ich kann jetzt nicht länger warten, ehrlich gesagt. Aber ich brauche auch eigentlich Belagerungseinheiten. So 3 Katapulte mindestens noch. So, du verteidigst mir hier. Genauso wie du. Okay, ich habe noch ein gutes Gefühl. Mehr Schaden hinzufügen, jawohl. Okay, gut, dass ich die ganze Truppe hierher geholt habe gerade. Digga, wie schnell die Gebäude hier einstürzen, das ist ja insane. Hey, zerstört die doch mal, was ist denn los mit euch, Alter? Stehen die da und drehen Däumchen, ey, ich geh kaputt. Das ist ja Wahnsinn. Die hier waren stark gegen... Ah ja, Infanterie des Zeus verursacht göttlichen Schaden, der die Standardrüstungswerte ignoriert. Profitiert von Verbesserung der Infanterie. Die sind gut gegen mythische Einheiten. So, was haben wir hier? Infanterie wird schneller ausgebildet. Nehmen wir auch mit. Komm, zerstört mal hier die Mauer komplett weg. So, okay, das war jetzt wichtig, dass wir das da so abwehren. Okay, ihr baut mir eigentlich ganz gerne noch einen Tempel, aber dazu habe ich halt jetzt schon kein Gold mehr. Das ist echt heftig. Na gut, okay, let's go. Okay, let's go. Eine Festung. Vielleicht kann Akanthos sie von seiner Seite aus niederreißen. Toll, jetzt habe ich alles hierher gezogen. Das ist doch scheiße. Ich glaube, ich werde das mit den Katapulten machen. Apropos von meiner Seite. Ich werde jetzt hier versuchen, erstmal Gold zu farmen. Ich muss erstmal diese Gebäude hier neutralisieren, auf jeden Fall. Ja, ich krieg das auch mit den Katapulten so besiegt. Okay. Boah, zum Glück habe ich hier ein paar mythische Einheiten bekommen.
Ja, man könnte jetzt sagen, das war gewastet, aber... Boah, das ist eine knüppelharte Mission, Digga. So, wenn wir da durchgebrochen sind, ziehe ich mich hier erstmal wieder zurück. Okay, und Rückzug. Warte mal, kommt hier. Geht mal durch das Unterwelttor, das ist mir gerade ein bisschen zu risky. Scheiße, die zerstören das halt. Das ist richtig schlimm gerade. Mann, Alter. Das ist eine Heldin hier. Boah, ich bin echt höchst konzentriert hier gerade. Deren Belagerungsgeräte sind halt heftig. Die haben heftige Belagerungsgeräte. Wirklich. Holy moly. Umsterblicher, ihr wisst nicht, worauf ihr euch hier einlasst. Was macht der da? Was machst du hier? Hä, was macht ihr da alle? Die wollen sich da fighten, ey. Ich schick die alle mal durch die Unterweltpforte da. Oh nein, vielleicht soll ich das nicht tun. Lass die alle mal hier stehen. Du meine Güte. Aber ich muss mal gucken, was die da jetzt machen gleich. So, ihr seid alle durch, ja? Ihr baut mir mal einen Tempel und betet hier noch mehr. Ich brauche noch mehr Gunst. Ich glaube, Gunst ist jetzt der nächste Schlüssel, den ich brauche. Und Nahrungsmittel. Oh, da kommt die Truppe. Okay, zieht euch zurück. So, errichtet mal den Wall neu, wobei ich halt echt das Gefühl habe, dass das manchmal gar nichts bringt, ey. Alter! Ey, diese Katapulte machen so einen übertriebenen Damage. Wirklich, das ist so schlimm. Das ist wirklich echt böse. Du meine Güte. Da denkst du dir halt wirklich, Mann, das ist so übertrieben. So. Genau, perfekt. Ich habe jetzt hier einfach den Wald zugemacht. Okay, wenn ich jetzt schnell bin, kann ich von Süden jetzt angreifen. Dann brauche ich hier aber ein Torhaus. Dann noch einen Turm. Junge, Junge. Das ist schon eine knackige Mission, muss ich sagen. Okay, Angriff. Let's go. Voller Wucht. Wenn ich so Doppelangriffe mache, also auf einzelne Positionen, dann hilft das nicht so viel, aber wenn ich alles zusammen angreifen lasse. Kann ich eigentlich nicht hier? Nee. Ich baue noch mal ein paar Kasernen hier in der Hoffnung, dass das noch was hilft.
Na ja, da kommt schon die nächste Armee. Boah, ich baue nochmal hier eine Schatzkammer. Wenn wir diese Festung zerstören, können wir unsere Kräfte vereinen. Erstmal muss ich hier alles zum Einsturz bringen. Die Stadt einnehmen. Das ist schon nicht so einfach, ey. Ja. Braucht er dringend Verstärkung? Braucht er dringend Verstärkung? Prostagma malista. Etimos. Esto. Prostagma volume. Prostagma. Etimo. Ganz dringend Verstärkung. Brauche ich dort. A hero has fallen. Die Kolosse macht jetzt nochmal besser. Ein paar Hypospasten. Okay, ich brauche mehr. Nee, Nahrung habe ich eigentlich. Es geht soweit. Aber Holz ist auch gut. Gold ist halt jetzt halt das große Problem. Deck. Ah, die haben auch einen Goldkoloss. Töte den. Oh mein Gott, wie lange das dauert, bis sie dieses blöde Katapult da zerstört haben. Das dauert ja echt ewig. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich diese Base da jetzt nehmen muss. Hier unten ist zum Glück gerade ein bisschen ruhiger. Dieser eine Scout da, der hält mir den Rücken frei. Okay, komm, baut mal diese Häuser da. Okay, ich habe das Gefühl, der Vorstoß läuft eigentlich ganz gut. Oh nein. Hatte ich euch nicht geraten, euch nicht einzumischen? Jetzt bekommt ihr den Zorn der Götter zu spüren. Rückzug. Das hat er jetzt aber schon ein bisschen gewastet, ne? Okay, dann nehme ich erstmal die Festung hier oben und baue hier oben erstmal ein Dorfzentrum. Okay. Verflucht. Jetzt habe ich ein Problem. Πρόσεχε, βούλο. Έστω. Εισβολή. Έτοιμος. Πάνη. Λέγε. Ναι. Shit. Πρόσεχε. Τις μάχες. Λέγε. Βούλο. Boah, das wird jetzt richtig unangenehm. Nein! Wir haben es nicht geschafft, die Festung gegen zu reparieren. Verdammt. Okay, repariert wenigstens den Turm gegen. Boah, ich muss die Rüstung nochmal verbessern. Boah, ich schaffe das niemals gegen zu retten. Voll
Vollkatastrophe. Alles Vollkatastrophe. Nein, wie kommt der denn da rein? Hä? Wie hat er das denn geschafft? Ach, scheiße. Wie ist der denn? Wie sind die denn da reingekommen? Oh, jetzt machen die meine ganze Wirtschaft kaputt. Ah, das ist doch alles scheiße, ey. Ach, du Heilige. Oh, nein. Da kommt jetzt noch eine riesige Streitmacht. Zieht euch zurück. Scheiße. Wie sind die denn da reingekommen? Ich hab das einfach nicht gesehen. Tja, das kann ich wohl surrendern. Glaube ich, das ist vorbei. Oh nein, und ich dachte, es sah so gut aus. Jetzt ist das alles hier wieder verloren. Ach, ist das eine Scheiße, ey. Ist das eine Riesenscheiße, wirklich. Boah, Alter, ey. Ich hab keine Dorfbewohner mehr, ne? Wir haben alle Dorfbewohner getötet. Ach du Scheiße, ey. Die haben alles zerstört. Junge, es ist so sinnlos, Mauern zu bauen. Es bringt einfach legit gar nichts. Mauern bauen ist absolut bescheuert und useless. Boah, ey. Oh mein Gott, Alter. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Es bringt alles gar nichts. Ich darf jetzt hier gar nicht versuchen, erst. Irgendwie. Das nervt einfach. Das ist wirklich brutal. Also, das ist wirklich heftig. Man muss viel mehr mit mythischen Einheiten arbeiten. Das ist sonst komplett worthless. Okay, komm, ich will jetzt mal hier eine Voreinstellung. Defensiv bestätigen. Wir müssen erstmal reparieren, hier Gebäude reparieren. Warum geht der jetzt Holz fällen, Leute? Mein Gott, ihr sollt. Na egal. Und da ist jetzt noch irgendeiner draufgegangen, klasse. Alter, was ist jetzt ihre Mission? Oh, ich frage einfach nicht. Nee, das mit diesen Voreinstellungen ist so bescheuert. Die machen einfach irgendwas total random, anstatt irgendwas, was jetzt gerade mal priorisiert werden sollte. Zum Beispiel Reparatur oder... Ich brauche unbedingt mehr Upgrades, Rüstungsupgrades etc. Boah, das tat auf jeden Fall ultra weh. Diese Mauern zu bauen, ach, ich weiß nicht, es bringt halt irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl, Mauern zu errichten. Ich muss eigentlich dieses Dorfzentrum da hinten noch unbedingt zerstören jetzt. Ich speichere mal ganz kurz. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Wie sind die hier reingekommen, frage ich mich. Kann das sein durch diese eine Öffnung da, ne? Das ist gut möglich. Muss dieses Dorfzentrum da zerstören. Ich glaube, von da kommen halt auch immer wieder Gegner. Oh nein. Ja, das ist jetzt... Ja, das ist jetzt natürlich wieder nicht abwehrbar hier. Scheiße. Wie schnell die Mauern zerstört haben. Es macht eigentlich gar keinen... Es macht gar keinen...
Nee, warte mal, ich muss neu laden jetzt an der Stelle. Das ist jetzt sinnfrei. Das ist total sinnfrei gerade. Hä? Was? Hallo, ich will den Safe von gerade eben. Hier den, nee. Hä? Hat er nicht gespeichert? Ich hab doch gerade gespeichert. Das sind Autosaves. Das hier sind alles Autosaves. Der ist von vor einer Viertel... Der ist von vor 5 Minuten, der Autosave hier. Aber ich hab doch gerade noch manuell gespeichert. Oh Mann, ey. Scheiße. Weil diese Mission verlangt mir echt alles ab. War das hier gerade nach dem Moment, wo ich alles abgewehrt habe? Ah ne, das war der Moment, wo gerade alles in den Bach runtergeht. Perfekt. Ah, okay, komm. Leje, Prostag, Mani. Ich kann schnell wieder aufbauen hier. Und diese Belagerungsskills, die sind einfach so übertrieben stark, wirklich. Also das müssen die echt mal nerven. Das ist mir einfach viel zu heftig hier, meiner Meinung nach. Das ist wirklich eine unfassbar geisteskranke Mission, wirklich. Wenn du denkst, du hast es im Griff, bist du im Arsch. Du hast es nie im Griff, das ist das Ding. Ich brauche eigentlich gar keine Mauer versuchen zu bauen, das ist eh sinnlos. Die werden so, die wird so schnell weggezerrt. Es ist eigentlich sinnlos, eine Mauer zu errichten. Ja, der ist schon geisteskrank. Oh, ich muss hier vorne eigentlich noch so ein bisschen befestigen und was aufbauen irgendwie. Habe ich das Gefühl. Aber der nächste Angriff, der kommt ja schon. So, jetzt, ich speichere jetzt nochmal. Speichern. So, jetzt. Ich weiß, der nächste Angriff kommt jetzt von hier hinten. Das heißt, ich muss jetzt alles hier rüberziehen, was ich irgendwie hab. Ich brauche noch mehr Dorfbewohner, weil die haben so viele Dorfbewohner getötet. So, repariert man hier wieder die Defensive. Mann, ja, ich muss auch viel mehr auf mythische Einheiten setzen. Der Wall gewährt mir ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden Zeit gewährt er mir. Wieder mehr beim Beten. Also ich muss jetzt halt... Ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt hier Safescam betreiben muss, um hier irgendwie eine reelle Chance zu haben, also... Nahrung sieht eigentlich sehr gut aus. Gold sieht nur sehr schlecht aus. Aber ich krieg Gold zum Glück ein bisschen reingetickt. Über die... Über die Schatzkammern. Heilige Scheiße, ist das geisteskrank, die Mission. Junge. Also wenn ich hier in einer Stunde nicht durch bin, wird es ein Zweiteiler, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und ich sag euch, wie es ist, ich werde hier in einer Stunde nicht durch sein, niemals. Braucht noch mehr Tempel. Tempel, die hier ausbilden. Okay, da kommt sie, die Armee. Die Armee, die ich gerade verloren hätte. Warum machen deren Katapulte so immens viel Damage, aber meine gar nicht, ey?
Okay, ich muss unbedingt diese Katapulte zerstört kriegen. Das ist unglaublich, Alter. Wie viel Schaden macht das bitte? Das ist ja unbelievable. Ich kann das nicht glauben, ey. Junge, wie krass sind diese Belagerungsgeräte gebufft? Das ist ja völlig sinnlos. Also Mauern zu bauen macht ja gar keinen Sinn mehr. Das ist ja wirklich schlimm. Wisst ihr was? Ich rück jetzt vor. Ich werde jetzt hier nicht länger warten. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Festungen zu bauen fühlt sich halt auch so komplett sinnlos an irgendwie. Man hat halt irgendwie das Gefühl, dass das halt gar nichts bringt. Ja, tötet doch diesen einen blöden Milizen, ne? Kann sein, dass das mir jetzt das Genick wieder bricht, weil Angriff ist das Gefühl... Ich habe das Gefühl, Angriff ist hier nicht wirklich die beste Verteidigung. Im Gegenteil, ich glaube, Angriff ist sogar eher kontraproduktiv. Aber ich muss verhindern, dass der halt wieder Angriffe sammelt. Meine Belagerungswerte machen irgendwie sehr wenig damit. Heilige Scheiße, was da noch alles ist, ey. Haha. Junge, Junge, Junge. Ich bin so im Arsch, Alter. Ich kann auch meine Belagerungsgeräte nicht besser machen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die bleiben da in diesem Status quo, wo die gerade festkleben. Vielleicht hilft es mir aber auch jetzt mal das Dorfzentrum. Das wird doch nichts. Junge, ich habe einfach ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich hab da einfach ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich muss viel härter beten. Brauch viel mehr Gebäude hier. Oh nein. Alter, wie schnell die Festungen zerstört sind. Das ist unglaublich. Ich pack das einfach nicht. Das bringt überhaupt nichts, diese blöden Verteidigungsanlagen zu bauen. Die sind so schnell zerstört. Das ist Wahnsinn. Ich muss hier vorne eine Forward Base bauen. Ich muss da sowas von eine Forward Base bauen. 350 Gold, bitte beeil dich. So. Muss da eine Base bauen. Geht einfach nicht anders. Und hier muss ich nochmal einen Doppelwall ziehen. Ich kann das einfach alles nicht glauben, Mann. Ich brauch mehr Gold halt. Achso, hier ist jetzt. Da sammelt sich schon wieder die nächste Truppe. Gut, durch die toten Helden kann ich sehen, wann die zumindest losmarschieren. Das ist zumindest mal ein Vorteil. Ich muss Safe Scum betreiben. Es ist einfach. Ich kann diese Mission sonst nicht schaffen. Es ist einfach zu heftig. Danke. Wusste ich schon. Goldkolosse. Ach, die kosten halt Gold und das ist genau das, was ich nicht habe. Ah, erhöht die Geschwindigkeit der Karawanen. Meinetwegen, bitte, ey. Mach da richtig viele von. Ich bring nur 7 Gold, aber wenn ich die jetzt in Masse spammen kann. Hetimos. Kalos. Leje. Tekton. Leje. Esto. Metalevs. So. Prostagma.
Okay, die marschieren los. Das heißt, ich muss die aufhalten. Ja, das, ah, nee, das sind sie. Ich glaube schon, die sind schon durch. Ich habe halt null Map-Control sonst. Ich brauche viel mehr mythische Einheiten. Sehr viel mehr mythische Einheiten. Okay, zurückziehen. Diese Mission ist so verdammt stressig, Mann. Okay, die ziehen sich zurück. Vielleicht schaffen die es noch ein bisschen Gold hier abzufahren hier vorne. Da kommt schon wieder die nächste Truppe. Ich muss verhindern, dass die da durchgehen. Oh, klasse. Junge, das mit den Mauern ist so sinnlos, wirklich. Ey, das fuckt maximalst ab. Das ist einfach unglaublich, wie sinnlos diese Mauern sind. Die halten gar nichts aus, wirklich. Ja, das ist extrem frustrierend, muss ich echt sagen. Wirklich brutal frustrierend. Extrem frustrierend. Es lohnt sich halt auch gar nicht, die wieder aufzubauen, weil das einfach so viel Gold kostet. Gold, was ich halt absolut nicht habe. Und was ich lieber in so Einheiten wie Goldkolosse oder so investieren sollte. Ich meine, gut, jetzt kommt ein bisschen Gold, kommt jetzt rein. Immerhin. Aber trotzdem, es ist nicht genug. Ja, lass gut sein da. Ich brauche mal richtig viele Belagerungsgeräte halt auch eigentlich, um da mal was kaputt zu machen nochmal. Das ist wirklich eine heftige Mission, ey. Halt auch nicht sehr viel. Und immerhin die Eselkarawanen, so ein bisschen Gold bringen die ja. Ich habe halt auch Angst, dass von rechtsseits unten halt wieder eine Armee kommt, ne? Ja, scheiße. Lege? Ne. Hetimos. Εισβολή. Πρόσταγμα. Εισμάχη. Λέγε. Καλό. Εισβολή. Wenn ich zumindest diese Angriffe auf mein Camp selber auf diese Art und Weise verhindern kann, ist das ja schon mal eine gute Sache. Εισμάχη. Ja, ist einfach unglaublich. Wie schnell die das wegrasieren, als ob das halt wirklich gar nichts mehr ist. Das ist krass. Zieh dich mal zurück hier. Okay, komm. Ich versuche jetzt hier mal da das anzugreifen. Anders geht's nicht. Ihr habt ja keine Lust mehr, oder was? Ach, du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße, was da alles ist!
Ey, geisteskrank. Alter, das ist. Das ist insane, das ist völlig übertrieben. Oh mein Gott. Ja, ich verliere jetzt meine ganzen Helden. Scheiße. Komm schon, ein bisschen Gold noch. Nein. So, jetzt. Naja, ein bisschen Schaden konnte ich da vielleicht machen, aber mehr auch nicht. Ich habe halt einfach keine Belagerungsgeräte. Und das Gold, was hier ankommt, das reicht halt auch gefühlt nicht aus. So ein bisschen habe ich da jetzt. Das reicht für ein paar Goldkolosse. Ah, gegen Infanterieeinheiten sind die ja schon ganz gut, diese Einheiten hier, die hier. Manticore, den Namen schon wieder vergessen. Okay, da kommt jetzt der nächste Angriff. Halt viel mehr Gunst. Ich muss voll auf mythische Einheiten setzen. Sonst ist das hier wirklich komplett verloren. Und ich brauche viel mehr Belagerungseinheiten. Das ist wirklich so ein Kampf auf Messers Schneider einfach. Okay, kommt schon. Ich darf die gar nicht nah genug an meine Mauern und so kommen lassen. Ich glaube, wenn das halt passiert, dann kann ich sowieso nichts mehr machen. Deren Katapulte haben 12,5 Angriffsschaden. Meine haben, aber eigentlich müssten meine besser sein. Nee, die haben hier 55 Zerschmetterungsschaden pro Sekunde. Meine sind eigentlich besser. Wie kann das sein, dass meine eigentlich besser sind? Verwunderlich. Fühlst du meine Einheiten immer schlechter als seine? So, als ob die einen Debuff hätten irgendwie. So, ich brauche jetzt hier mehr Belagerungsgeräte. Ich verliere. Hä? Wie kann. Ey, diese Hydra, ne? Ich glaube, das ist die Hydra, die einfach so krass ist, ne? Ich hab noch nicht mal die ganzen. Ich hab noch nicht mal die krassesten Upgrades zusammen. Ach du Scheiße. Er schießt auf meinen Tempel! Ey, ich gehe kaputt. Warte mal, die können sich an Bäumen heilen? Das muss ich sehen, wie das jetzt aussieht. Die können sich an Bäumen heilen! Das ist ja Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen, dass das geht. Na, da kommt der nächste Streit noch. Das wusste ich ja gar nicht, dass das geht. Ist ja cool. Schon eine coole Sache. Okay, geht mal hier das Gold abbauen. Eigentlich wäre ich gut beraten, da noch eine Festung hinzubauen. Seht ihr doch genauso, oder? Dafür fehlt noch gerade Holz, aber ich glaube, bis hier angekommen sind, habe ich das Holz. Ach komm, Alter! Ach komm, ey! Ist das eine Scheiße, Digga! Das ist ja nervige Scheiße, Junge! Junge, ist das eine nervige Scheiße! Echt! Deshalb bringt es eigentlich auch gar nichts, hier oben eine Festung zu bauen, weil die sowieso zerstören. Na, ihr seid da jetzt schon verloren, ihr kommt da eh nicht mehr zurück. Warte, hier noch. Ach komm. Scheiß drauf, ich greife das jetzt an.
Ich muss versuchen, dieses Dorfzentrum da zu zerstören, weil ich glaube, das baut er halt nicht mehr auf. Ich muss da jetzt immer mehr Verstärkungen schicken. Ja gut, ihr seid... Ihr könnt weg. Und ihr versucht hier das Gold abzufarmen. Ich muss jetzt so einen bestehenden Strom an Truppen dahin schicken. Da brauche ich jetzt gerade gar nicht nachzudenken, drüber anzugreifen. Hört auf, Gold für die zu farmen, das hilft dir nur. Okay, du kommst mal hier. So, das Gold kann ich jetzt hier ganz gut farmen. Oh boy. Auf viel mehr Truppen hier vorne. Da kommt die nächste Truppe. Aber die sollte ich jetzt mit Hilfe der Katapulte und der Festung hier oben vielleicht auch abgewehrt kriegen. Wobei, vergiss, was ich gesagt habe. Die Katapulte zerreißen ist sowieso, als ob es Papierwände wären. Es ist alles so sinnlos, wirklich. Ich finde das so sinnlos. Ich schicke da so ein bisschen zu einfach da rein, habe ich das Gefühl. Na gut, immerhin habe ich das Dorfzentrum da schon mal zerstört. Ich meine, der Goldkoloss einfach gefühlt keinen Damage raushauen. Na gut, okay, da ist halt auch ein Held, ne? Das stimmt auch wieder. So, hier. Wir sammeln jetzt hier eine richtig schlagkräftige Mannschaft. Eieiei. Es ist alles nicht so einfach, ey. Ihr seid so blöd, Alter. Ihr sollt Gold farmen. Fangen die an, Bäume zu fällen. Bauen das halt auch wieder auf, ne? Ach du heilige Scheiße. Jetzt ist hier unten wieder alles verloren. Ich brauche hier ganz schnell Einheiten. Tja, das war's hier unten dann auch wieder. Junge, was ist das für eine Ultra-Hardcore-Mission, ey. Das ist wirklich Wahnsinn. Kannst du wirklich echt unter Ultra buchen, ey. Wirklich. Ja, die kommen da jetzt natürlich und jetzt war's das hier unten schon wieder. Geil. Alter, ich kann halt nicht an zwei fucking Fronten gleichzeitig kämpfen.
alles so scheiße, wirklich. Okay, zumindest hatten sie den Tempel da zerstört. Oh mein Gott, ich halte das hier alles nicht mehr aus! Oh, das ist alles so schlimm. Diese Mission ist echt ein Albtraum, ey. Diese Mission ist wirklich ein fucking Albtraum. Boah, ich kann das alles nicht mehr, ey. Sieht ja fast schon so aus, als ob ich die da in die Richtung hier setzen kann, die Einheiten. A hero has fallen. Ach, die Angriffe müssen jetzt halt aufhören. Wenn die Angriffe aufhören, dann habe ich eine Chance. Hier unten ist halt alles verloren. Ich dachte eigentlich, unten zu verteidigen wird einfacher werden, aber es wurde halt schlimmer. Macht die Festung in dem Erdboden gleich! Bruder, zieht euch da erstmal zurück, da gibt's erstmal gar nichts. Jetzt hat er Meteorit beschworen, ich bin kaputt. Okay, auf seine eigene Base, nicht schlecht. Er hat's auf seine eigene Festung beschworen. Warum? Naja, ist ja nur recht dran. Wenn ich es schaffen kann, die irgendwie da abzulenken, die Einheiten, dann könnte ich von hier auch angreifen. Ja, offenbar sieht es ja jetzt gut aus. Vorerst. Ich muss den Angriff jetzt halt aufrecht halten. Das ist jetzt der Trick. Ich muss diesen Angriff jetzt unbedingt aufrecht halten. Jetzt kommt von hier noch ein Angriff dazu. So. Lass dich da mal von dort nicht verarschen, ey. Versuch jetzt mal noch die Dorfzentren da zu errichten. Einfach nur, um das Gebiet nochmal zu sichern, aber... Junge, ich bin so konzentriert gerade. Ich hasse diese Mission wirklich. Das ist eine ganz schreckliche Mission hier. Ist witzig, aber macht keinen Spaß. Nee, eigentlich ist es nicht witzig. Stress, purer Stress ist das hier gerade. Unangenehm. Sehr unangenehm zu spielen hier. Puh. Warte mal, du musst dich in die Nähe von Tempeln stellen, werden die ja geheilt, ne? Junge, Junge, war das ein Krampf, diese Mission. Oh, die heilen jetzt sehr gut. Schick noch mehr zur Front vor. Galoche.
So, unbedingt alles zerstören und jeden niedermetzeln. Die ganze Wirtschaft muss von denen lahmgelegt werden, dass sie halt bloß nicht nochmal eine neue große Armee aufbauen können. Oh, scheiße. Die starten trotzdem immer wieder nochmal gegen Angriffe. Oh Mann, ey. Also das ist mir so krass massiv schon aufgefallen. Mit diesem blöden Schaden, den diese Belagerungsgeräte machen, übertriebenerweise. Das finde ich wirklich übertrieben. Boah, stellt euch jetzt mal vor, die Mission hätte noch ein Zeitlimit gehabt, ey. Das wäre eine totale Vollkatastrophe geworden. So, wir machen das jetzt hier fertig. Ohne viel Federlösung. Alter Schwede, war das eine brutale Mission, ey. War das eine heftige Mission. Höchst unangenehm. Kann ich sagen, wie es ist. Und schickt noch ein bisschen mehr Verstärkung dazu. Oh meine Güte, ey. Boah. Ich muss jetzt erstmal eine Pause machen, ey. Alter Schwede. Ich hab das zwischendurch, hab ich das schon wegfließen sehen, die Mission. Zwischendurch habe ich die schon echt verloren gesehen. Rot und purpurn stürzen sie durch das güldene Morgenrot aus den Tempeln, wo die Götter die Augen schließen, gleichsam Spötter. Ich warne euch nur einmal. Genug geredet, Feigling. Stellt euch mir! Atlantis fürchtet euresgleichen nicht. Das sollte es. Ich habe euch gewarnt. Verfolgt ihr mich weiter, werde ich weder euch, noch eure Stadt, noch euren Sohn verschonen. Ja, wegfliegen im Hintergrund. Oh Mann. Vor allem, wie soll man das denn auf Titan schaffen? Das ist ja völlig irrsinnig. Ridiculous. Okay, aber wir haben es geschafft. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Für mehr Age of Mythology Content lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich glaube, es wird die nächsten Missionen noch heftiger werden. Ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich es einfach nicht mehr auf schwierig schaffen werde, sondern auf Mittel runterstellen muss. Aber das sei dann einfach so. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.